So, Spiegellandetechnik präsentiert halt wieder an so einem kompakten Schlepper, ein BX261. Ja, das ist ein sehr multifunktionaler Schlepper mit der Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Mehrwertkammeranbau, Heckanbau, auch mit Zapfwelle hinten. Ja, jetzt ist er mit Schneeräumschild ausgestattet. Ja, da ist man natürlich sehr wendig unterwegs und auch im Gehsteigen nicht zu breit und nicht zu klein, einwandfrei. Da kann man natürlich schon ordentlich was machen. Kabine mit Heizung und ganz kurz, ja. Und da fühlt man sich gleich wohl, da will man gar nicht mehr raus. Das ist mit Radio, ja, alles drum und dran. Und das ist, kann man den ganzen Tag in den Schlepper verbringen. Und ist man nur aus gerade auch dabei. Jetzt probieren wir dann das Schneeräumschild aus. Das ist ein Vario-Schneeräumschild. Das kann man natürlich in mehreren Positionen hydraulisch vom Schleppersitz aus klappen und umstellen, ohne dass man sich im Winter rausbewegen muss aus der warmen Fahrerkabine. Das zeigen wir jetzt schnell. Turmbrett, ja, Drehzahl, Geschwindigkeit, zeigt der Tankanzeige und Motortemperatur, jawohl. Also das, was vorne ist, ganz einfach, da ist der Schalter für die Frontzapfwelle. Elektrisch wird das eingeschalten und dann schaltet die Frontzapfwelle ein. So, gute Sicht nach seitlich, rechts raus, das ist das Bedienteil fürs für Schneeräumschild, genau. Dann haben wir da die Steuergeräte, der hat da vier doppelwiegende Steuergeräte. Für vorne haben wir so einen Kreuzsteuerhebel, Schneeräumschild auf, ab, Schneeräumschild verstellen, links, rechts. Und das sind nochmal zwei Steuergeräte für hinten, ja, für hydraulische Betätigungen aller Art. Kein Thema, was man halt so braucht. Dann Allrad. Dann die langsame und die schnelle Gruppe. So fährt er schnell, so fährt er langsam. Und Allrad ein, aus. Gut, das ist jetzt ein bisschen blockiert. Macht den Heckkraftheber auf und ab. Das ist der Heckkraftheber, jawohl. Gut. Dann der Röhm ist eigentlich gelb, Zapfwelle. Zapfwelle ein. Und dann kann man sich raussuchen, ob man die Heckzapfwelle alleine betreiben will oder die Zwischenzapfwelle alleine oder beide genau laufen. Also die Zapfwellen, wo halt hint und im Zwischenachsbereich die Zapfwelle laufen dann beide. Und so kann man es separat vorwählen, wofür nicht, dass man da braucht. Getränkehalter fürs Bierflaschel, ganz wichtig. Und Bierflaschel beim Fahren, okay. Handbremse, ja, und dann ist natürlich alles schon vorbereitet, da bei den Fuß da vor dem Sitz. Wenn er jetzt dann im Sommer mähen will damit, na, ist gleich die Mähtiefe, kann man auch vom Schleppersitz aus gleich verstellen. Das heißt, nicht zu tief und nicht zu, das ist dann alles schon vorgerüstet, Mähwerk drunter schieben, Zapfwelle drauf und weiter geht's. Da kann er sofort loslegen zum Mähen. Weil der will ja nicht bloß im Winter mit dem Teil fahren, das macht ja Spaß, der will ja im Sommer damit fahren und hoffentlich wächst viel groß und im Winter sehr viel Schnee kommt, dann hat man Spaß daran, am BX261. So. Jetzt schauen wir den Schlepper mal von hinten an, oder den Kommunalschlepper, da sieht man die Zapfwelle,
gibt es natürlich wahlweise auch einen Anhängepunkt, dass man ganz normalen landwirtschaftlichen Anhänger noch anbauen kann. Gibt es dann noch Heckkraftheber serienmäßig für einen Streuer, für einen Grasfangbehälter, alles, was man halt in der Kommunalbedarf braucht. Dann die ganzen Steuergeräte schon vorgesehen, braucht man keine Leitungen verlegen, extra ist alles da. So, und natürlich, man kann den zulassen, das heißt, dass er auf der Straße teilnehmen darf wie jeder andere auch. Man muss nicht extra transportieren mit Tieflader und sonstige Geschichten. Und dann vorne, dann hat er der motormäßig, können wir dann eben den Motorhammer mal kurz aufmachen und dann schauen wir noch rein, wie viel PS das er hat und wer. Und weil zugänglich das alles ist und alles einfach aufgebaut ist. Der Dreizylinder Kubota Motor mit 26 PS, 1 Liter Hubraum, ja, Leistung pur für dieses Gerät. Nee, Allrad, ganz klar und so weiter. Aber das ist der ganz kompakte, einfache Dreizylinder Kubota Motor ohne große Aktionen, Auspuff, Lichtmaschine. Wunderbar, einfach aufgebaut, Luftfilter. Man sieht gleich, wie viel Kühlwasser das man braucht. Man kommt auch einfach am Ölmessstab ran. Und sonst zum Kühler sauber machen, auch ganz einfach, sieht man einfach das Gitter da raus. Und schon ist der Kühler gleich sauber. Oder besser gesagt, der Kupka trägt nicht rein, wenn man das Gitter immer regelmäßig sauber macht. Und somit kann man die Haube wieder schließen und weiterfahren. Jo, der wird jetzt dann morgen ausgeliefert, der wartet schon sehnsüchtig drauf und hofft natürlich, dass er bald schneit wieder. Und der nächste Schlepper ist schon angeliefert worden, den bauen wir jetzt dann zusammen und dann gehen wir wieder das nächste Video dran und dann wieder drüber und wieder was Interessantes drüber erfahren. Ne? Und dann, wie gesagt, ich will einfach vorbeischauen, wenn es beim Spiegel Landtechnik gibt, die besten Bulldog was zum Kaffee oder zum Anschauen, einfach mal Spaß haben. Servus. So Freunde, das Video ist gut. Und wenn euch das darum interessiert, kaufen bei Spiegel Landtechnik.